Gefüllte Paprika, ein Klassiker unter der Hausmannskost. Obwohl, so klassisch habe ich die gar nicht gemacht. Zum einen habe ich kein Hackfleisch halb und halb genommen, sondern reines Rinderhack. Und zum anderen habe ich da eine besondere Zutat drin, nämlich Meersalzfrischkäse. Hier zeige ich euch, wie ich meine gefüllten Paprikaschoten gemacht habe. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für 3 Portionen. Hier laufen sie gerade wieder durch. Alle Zutaten könnt ihr unter diesem Video nachlesen. Wer schnell genug gelesen hat, der hat gesehen, ich habe auch wieder meine Gemüsebrühepaste verwendet. In diesem Video hier oben könnt ihr euch anschauen, wie ihr diese nachmachen könnt. Zunächst werden die Zwiebeln für die Soße in feine Würfelchen geschnitten. Dann werden sie in heißem Butterschmalz glasig gedünstet. Das Butterschmalz habe ich im Übrigen auch selbst gemacht. Das Video zu meinem selbstgemachten Butterschmalz verlinke ich euch unter diesem Video. Wenn die Zwiebelwürfel glasig gedünstet sind, kommen die Speckwürfel dazu und werden kurz mit angeschwitzt. Dann kommen auch schon die passierten Tomaten und die Gemüsebrühe dazu. Deckel drauf und alles kurz aufkochen lassen. Für einen lieblicheren Geschmack habe ich Ketchup verwendet. Ihr könnt natürlich auch puren Zucker dran machen, aber das ist jedem selbst überlassen. Die Soße nochmal abschmecken und beiseite stellen, denn jetzt sind die Paprikaschoten dran. Paprika waschen, Stiel abschneiden und dann die Kappen ca. 1 cm unterhalb des Stielansatzes abschneiden. Manche holen auch aus der Kappe noch den grünen Stielansatz raus. Ich lasse ihn drin, das macht nichts und es sieht schöner aus. Zu dem Rinderhack kommt jetzt das Ei und die beiden Esslöffel Meersalzfrischkäse. Außerdem kommt noch ein Teelöffel Senf dazu und dann wird alles mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Vorsichtig mit dem Salz, der Meersalzfrischkäse bringt ja ebenfalls schon Salz mit. Jetzt wird das Paniermehl dazugegeben und dann erstmal alles kräftig durchgemengt, um zu schauen, wie die Konsistenz ist. Die Hackfleischmasse gut vermengen und dann können die Paprikaschoten gefüllt und in die Soße gesetzt werden. Dann noch die Kappen obendrauf, Deckel auf den Topf. Und dann darf das Ganze jetzt für 35 Minuten köcheln. Wer mag, kann die Soße dann noch etwas andicken. Ich mag sie etwas dicker, deswegen habe ich etwas Mehl mit Wasser vermengt, die Soße nochmal damit angedickt und dann habe ich anrichten können. Bei uns gab es dann noch Kartoffeln dazu. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.